Radio SAW. Angie fast allein zu Hause. Jetzt erst recht. Doch, im Frühstück schaffe ich locker. Bin ja in Rente. Du hast es mitbekommen? Der ARD-Intendant Tom Buro hat jetzt seine eigenen Arbeitgeber in Frage gestellt. Was? Ja, im Grunde gleicht das gesamte öffentlich-rechtliche System von ARD und ZDF. Er findet, dass die Bürger vielleicht doch ein bisschen viel Kohle zahlen für zwei Sender, die quasi das Gleiche machen. Weißt du noch die Trauerfeier für die Queen? Das lief ja bei den Öfis auf vier Kanälen zugleich. Im ersten, im zweiten bei Phoenix und auf Tagesschau 24. Das ist ja auch der Wahnsinn. Ich meine, da passiert ja auch nicht so viel. Die kleine Maus war ja nun leider tot. Und warum kritisiert Tom Buro das erst jetzt? Warum er das erst jetzt kritisiert? Naja, der ist ja auch nicht blöd, ne? Und er wollte natürlich warten, bis er selber das Rentenalter erreicht hat. Da macht sich ja sonst seine eigene Pension kaputt. Oh, ja, ich komm ja. Du, ich versuch's jetzt auch nicht, mein Joachim. Oh, und fahr vorsichtig, ja? Wieso? Viele Rentner verwechseln jetzt ja immer häufiger Strom- und Gaspreisbremse. Tschui. Ach, guten Morgen, Robert. Guten Morgen, Frau Ex-Ministerin. Na, was hat der Kanzler von seiner China-Reise mitgebracht? Ja, was wohl? Einen Koffer. Aha. Und was war da drin? Menschenrechte. Die brauchen sie nicht mehr in China. Hoppala. Also, ich hätte da ja mal auf den Tisch gehauen. Ja, natürlich, Frau Merkel. Wie sie es immer gemacht haben. Ganz leise auf den Katzentisch. Bitte? Also, das ist doch Robert. Angie fast allein zu Haus. Die besten Comedies für euch. Nur auf Radio SAW. Superhits fürs SAW-Land.